Hillary Clinton präsentiert sich vor ihren Anhängern in New York als Kämpferin. Als Kämpferin für alle. Niemand soll bei ihr zu kurz kommen. Ich kandidiere nicht für ein paar Amerikaner, ich kandidiere für alle Amerikaner. Ihre Botschaft ohne Mittelschicht läuft nichts. Und sie macht sich stark für die Rolle der modernen, erfolgreichen Geschäftsfrau. Verknüpft damit geschickt und offensiv, wie sie amerikanische Wirtschaftspolitik umsetzen will. Wohlstand kann es nicht nur für Vorstandschefs und Hedgefondsmanager geben. Demokratie kann nicht nur für Millionäre und Unternehmen gelten. Jetzt ist es an der Zeit, euch Sicherheit und Fortschritt zu garantieren. Fortschreiten, weitermachen, erfolgreich sein. Das hat sie gelernt. In ihrer Rolle als First Lady an der Seite ihres Mannes Bill Clinton hat Hillary so ziemlich alle Höhen und Tiefen erlebt. Er steht hier im Schatten seiner Frau. Zur Senatorin und Außenministerin hat sie es geschafft. Die erste US-Präsidentin zu werden, wäre der Gipfel ihrer Karriere. Kritiker, die meinen, sie sei bereits zu alt für diesen Job, gibt sie das mit auf den Weg. Ich bin vielleicht nicht die Jüngste unter den Kandidaten im Präsidentschaftsrennen, aber ich werde die jüngste Präsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein. Starke Töne, die ihr Publikum begeistern. Ihr bislang nachgesagtes, unterkühltes Image will sie abstreifen. Hillary, die Nette von nebenan, eine, die sich kümmert. So die PR-Strategie. Am Ende ihrer Rede wünscht sie sich ein Amerika, in dem ein Vater seiner Tochter sagen kann, ja, du kannst alles werden, was du willst, sogar Präsidentin der Vereinigten Staaten. Es fühlt sich so an, als sei sie schon die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten. Doch diese Hürde muss sie erst noch nehmen.